Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German. Gestern sorgte ein Netzausfall des Mobilfunkanbieters Optus für Chaos im ganzen Land. 40% der Australierinnen und Australier hatten für 12 Stunden weder eine funktionierende Telefon- noch Internetverbindung. Darunter neben den 10 Millionen privaten Optus-Kunden auch 400.000 Unternehmen. Optus sagt, dass das Netz wiederhergestellt sei. Einige Menschen im Land melden jedoch weiterhin Probleme. Durch den Totalausfall wurden Zahlungssysteme und der Online-Betrieb lahmgelegt. Zudem gab es Chaos im morgendlichen Berufsverkehr, da Zugnetze und Mitfahrdienste in einigen Städten kurzzeitig ausfielen. Besonders fatal: eine Reihe von wichtigen Diensten, darunter die Notfallnummern von Krankenhäusern, der Polizei und der Feuerwehr, waren vom Ausfall betroffen. Telekommunikationsministerin Michelle Rowland sagt, der Ausfall sei besorgniserregend. Durch eine gründliche Aufarbeitung sollen die Lehren gezogen werden. Firstly, understanding what went wrong and what could be implemented across the industry to mitigate this happening again, including the impacts. But secondly, in terms of those safety impacts with the 000 service, we always need to ensure that they are robust. Was den Ausfall verursacht hat, ist derweil unklar. Am Mittwochabend sprach Optus von einem technischen Netzwerkfehler. Einen Cyberangriff schlossen die Behörden aus. Auch die Geschäftsführerin von Optus, Kelly Bayer-Rosmarin, sagt, es gäbe derzeit keine Anzeichen für einen solchen Angriff. Der Analyst Paul Budd kritisierte, der Ausfall zeige die Abhängigkeit von einer einzigen Telekommunikationsinfrastruktur. Dies sei problematisch, so Budd. Er forderte von der Regierung und den Regulierungsbehörden eine Umstrukturierung der Netze. Because most likely what happened with Optus is there has been an update in the network overnight. Something failed and it goes deep into the network and cascades through the network and all the different computer systems are affected by it. You can't have that. So you need to have a duplication of systems that are not connected with each other, that in a case of an emergency, one system can take over from the other. Der Oppositionsinnenminister James Patterson erklärte gegenüber Sky News, der Ausfall sei eine Frage der nationalen Sicherheit. Er kritisiert, dass Wirtschaftsunternehmen dadurch erheblich beeinträchtigt wurden und Einbußen erlitten hätten. Businesses should still be able to trade if there is a disruption to one of our networks, because although it doesn't appear in this case to have been a cyber attack, it's certainly the sort of thing that a foreign adversary would like to do to Australia in a time of crisis. Der Vertreter der Telekommunikationsgewerkschaft, James Perkins, spekuliert, dass die jüngsten Stellenstreichungen für den Ausfall verantwortlich sein könnten. Perkins gegenüber ABC Radio. I don't know the exact source of the outage, but what I do know is that over the last 12 months, Optus has engaged in a systematic reduction of its workforce. We're on our way to almost 600 employees. It comes as no surprise to me that you face these sort of problems. Die Regierung kündigte heute an, die Gründe für den Ausfall genauestens zu untersuchen. Kunden, die vom Ausfall betroffen waren, werden dringend gebeten, sich mit Optus in Verbindung zu setzen, um eine Entschädigung zu beantragen. Es ist nicht das erste Mal, dass Optus in der Kritik steht. Erst im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen Schlagzeilen gemacht, als Hacker bei einem Angriff teils sensible Daten von Millionen Australierinnen und Australier erbeutet hatten. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.